Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Part von meinem Last Epoch Gameplay, wo ich euch ein bisschen die Charaktere zeige, die Builds, was man hier so farmt, ein bisschen hilft. Und ja, wir sind gerade hier in Akt 2, genau. Hier könnt ihr immer schauen, welchen Akt ihr habt und wie er heißt. Und ja, das fragen viele immer im Chat unten. Den könnt ihr eben auch ausstellen, aber geht halt immer wieder an, wenn ihr wieder reinloggt. Ist ein bisschen doof gemacht. Jo, jetzt bin ich gerade mit dem Judgment Paladin unterwegs. Er ist noch nicht Paladin, er ist noch Sentinel. Aber er ist schon mal recht gut im Fortschritt. Ich muss nur diesen Smite Skill noch kurz freispielen, damit ich einfach diese Feuerschaden mache. Und dann später Judgment und dann mit Judgment angreifen. Und vielleicht mit Smite, wo irgendwie Mana gibt oder so. Also sicher bin ich nicht, aber am Anfang noch Smite mitnehmen, denke ich mal. Jo. Was macht er? Er setzt Judgment ein, das ist ein Nahkampfangriff, der aber ein Spell ist. Und da tue ich auf dem Boden Asche hinstellen, das für die Gegner schädigend ist. Okay, für den Menschen nicht so, wenn er über die Asche läuft. Aber für mich so vor allem nicht. Ich habe dann keine Aschenschaden auf dem Boden. Das ist nur für die Gegner. Das ist irgendwie witzig, weißt du. Man läuft so über Asche. War nichts passiert. Das ist ja meine Asche. Ich habe sie ja hingeworfen. Ja. Dieser Realismus in den Spielen, wunderbar. Ich freue mich so toll. Auf diesen Judgment Paladin. Er ist so realistisch. Fertig dieses Getrolle. Jo, wir nutzen Rive und nutzen eigentlich hier genau mehr Hit Damage. Das ist auch ein Bild, der ziemlich gut läuft, aber Nahkampf ist mir ein bisschen zu langsam ist. Aber jo, ich fühle ihn auch. Ich würde ihn auch gerne nehmen, wenn ich mehr Zeit hätte. Nur nicht an der obersten Stelle oder so. Jo. Judgment aber habe ich noch nie eingesetzt. Also nur kurz immer zum Schauen. Ja, wie ist er denn? Wie funktioniert er denn und so? Und jetzt mal als Hauptangriff. Wieso nicht? Übrigens habe ich die Builds immer von lastepochtools.com oder net, weiß es nicht genau. Und jo, die sind meistens nicht so gut. Das liegt einfach so ein bisschen daran, es sind YouTuber-Builds und YouTuber haben manchmal einfach nicht so viel Lust, jetzt ein Build wirklich auszuarbeiten oder auch wirklich sehr einfach levelbar zu machen oder so. Ich würde, jo, ich weiß nicht, ich würde mich fragen. Ich würde mir selber mich fragen, weil ich habe jetzt eigentlich immer wieder Builds gemacht, die wirklich gut funktionieren. Ich habe sie gespielt. Ich weiß, wie sie besser werden. Wenn ich ein Build einfach so abpause, wie jetzt diese, bin meistens dann gar nicht so drin. Ich spiele sie auch nicht unbedingt als Erster, oder? Das ist für mich ein bisschen schwieriger, einen Bild von einem anderen besser zu machen, als einer, der von mir selber ist. Ich bin ja ein Ausprobierer, ich bin ein Beta-Tester, ich kann Builds machen. Und trotzdem, ja, die Skalierung und so ist manchmal schon ein bisschen frech in diesem Spiel. Dass ich so sage, ja, okay, dieser Bild, der macht viel Schaden und dann, ja, habt ihr entweder wenig Schaden oder ihr habt komplett zu wenig defensiv oder so. Irgendwas stimmt da nicht. Und jetzt zum Beispiel beim Spriggan. Beastmaster. Ja, ist es auch Minion Damage. Es hat immer so ein bisschen. Ja, manchmal machst du viel Schaden, manchmal nicht. Und da brauchst du einfach viele Uniques. Also ich brauche einfach dieses Unique, wo ich länger in der Spriggan Form bleiben kann. Wenn ich jetzt nicht kämpfe, dann geht es immer rasend schnell und ich bin wieder kein Spring. Es nervt einfach gewaltig. Und deshalb, jo, mache ich jetzt lieber einen anderen Bild. Genau. Was ich noch wollte, ist ein Elektro-Feuerball-Bild.
Den wollte ich eigentlich bis auf vorgestern auch bringen. Habe dann keinen Video gemacht. Ich habe jetzt erst ein Video gemacht, weil ich einen neuen Bild hatte. Und der ist einfach so, jo, man wandelt einfach Feuerball in Elektroschock rum, also in Elektroschaden. Und der Dot wird zu, ja, wird leider nur zu Statik, also, wie sagt man, einfach Schockstatus, oder? Und das habe, da habe ich irgendwie das Gefühl, ich nehme alles raus, was mir beim Feuerball eigentlich gefällt. Der Feuerschaden, der Dot. Jo. Und nur zwei neue Projektile, ich weiß es nicht. Wenn dann Channeled. Ich werde vielleicht ein Channeled Feuerball mal ein bisschen ausprobieren. Zumachen. Jetzt kann ich nicht rüber zu ihm. Hallo Ofen, komm mal zu mir. Ich bin hier. Nicht immer Flammen. Nein, nicht immer Flammen. Ofen, spuck kein Feuer. Du bist so assi. Gestern habe ich wieder einen asozialen Menschen getroffen. Ich war, sag jetzt nichts, was und wer es ist. Das ist eine, so eine typische Frau, die zu viel isst, zu wenig von Freunden hält und einfach gar nichts sorgt. Einfach so, oh, okay, oh, jetzt ist da, oh, ja, ja, kann passieren und so, aber so richtig, eigentlich nur auf die anderen, aber für sich selber nicht. Und da denke ich mir heutzutage, wie sie sind, ziemlich oft Menschen denn so. Wieso denken sie nicht, okay, was die anderen zu mir machen, mache ich auch ein bisschen zu den anderen, wenn es positiv ist. Wenn es negativ ist, ist es meistens der falsche Ratgeber oder so. Aber wieso ist ein asozialer Mensch eigentlich dann immer nur, ja, ihm geht's perfekt und den anderen geht's ja schlecht. Oder die Mist, den Mist muss es schlecht gehen, oder? Und dass es nichts ihr Sorgen macht. Also, die weiß nicht mal, dass sie dick ist. Die fühlt's nicht mal. Die will einfach nur nerven, oder? Die will nur auf den Keks gehen. Und du denkst dir dann so, wieso bist du nicht zu Hause und spielst Lastepoch? Da ist vielleicht Relief diejenige, die ein bisschen stunk macht, aber ja, ist ja klar, dass die meisten Leute dann irgendwie zu Hause sind und halt auch dann asozial sind, weil sie keine Freunde haben, aber die, die in der Öffentlichkeit sind, müssen, sollen nicht asozial sein. Heutzutage irgendwie, ja, niemand mehr, will mehr mit mir irgendwie mal wandern gehen oder ja, mal einfach in den Ausgang gehen. Niemand mehr. Ich bin so ein sozialer Mensch. Deshalb mache ich ja auch Livestreams und Let's Plays. Also Videos. Aber ich habe niemanden. Ich habe echt, gerade im Moment, im April, also seit 1. März, eigentlich keine richtigen, jo, willenslustige Menschen mehr. Was ist los? Was ist daran schuld, oder? Wieso sind Menschen plötzlich wieder so ablehnend und asozial? Keine Ahnung. Ich frage mich immer so ein paar Sachen, ja, die auch gut sind, oder? Also die auch wichtig sind zu denken. Was 3? Einen, weil hier, das brauche ich. Ist nur helfen. Ich mache die anderen zuerst. Also die linken. Jo, es ist ein bisschen schade, dass die Welt sich einfach so ein bisschen in die falsche Richtung dreht. Das gleiche ist so ein bisschen mit dem Umwelt, oder? Ich habe mich so gefreut, dass die Menschen wieder mehr für die Umwelt machen. Aber sowas von asozial. Sowas von nervig, oder? Ich sag nur Klimakleber, die sich auf der Autobahn festkleben.
Was bringt das denen, dass die Welt wieder besser wird? Aber nicht die Politiker umzustimmen. Die Politiker machen das nur noch schlimmer. Wenn die das macht, hört da auf. Also die es betrifft, hört damit auf. Es ist genau der falsche Ratgeber. Es ist die falsche Hilfe, die ihr annehmen wollt oder so. Ich bin auch einer, der 100% auf die Natur schaut, aber ich nerve nicht herum. Ich sag's auch nicht im Livestream und so Sachen. Was ich jetzt heute wieder gegessen habe und gestern gegessen habe, es ist alles, ich habe jetzt gerade der Traubensaft nicht da, es ist alles 100% natürlich und naturschonend. Also vielleicht der Plastik, aber der Plastik ist auch sehr Natur-Ding gemacht, oder? Wieso muss das in einem Plastik sein? Kann ja auch in einer Flasche sein, aber das gibt es nicht im Laden. In Deutschland wird besser, da gibt es viel mehr Flaschen. Also Glasflaschen. Aber in der Schweiz ist noch vieles einfach immer noch in Plastik. Mit dieser Kunststoff. Ich frage mich als winzig kleines Kind schon, wieso muss ein Lego aus Plastik sein, aus Kunststoff? Wieso ist der Teer auf dem Boden immer nur so, also der Asphalt immer noch nur so, ja, so wenig haltend, kaputtgehbar und hat auch ein bisschen Plastik oder was? Kunststoff. Wieso ist zum Beispiel ein Flugzeug aus Kunststoff oder aus Stahl, ja, je nachdem. Also, wieso ist zum Beispiel die Verpackung der Milch immer noch Plastik? So Sachen, weißt du? Okay, es ist nicht alles plastisch, aber sieht einfach so plastikähnlich auch meistens aus. Innen ist es natürlich Karton. Aber wieso muss man immer noch so Sachen haben? Wieso ist mein PC aus Kunststoff? Hä? Und aus seltenen Materialien. Ich habe jetzt erst kürzlich ein neues Handy gekauft, das wirklich sehr umweltschonend ist. Aber dennoch noch so mega viel Plastik. Ja. Wieso muss der Mensch immer noch, oder wieso musste der Mensch überhaupt anfangen mit diesem Kunststoff? Jo. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich kann selber, kann ich nur das Beste machen. Aber andere können wahrscheinlich nicht viel das Beste machen. Ich sehe ständig Menschen, die einfach von sich oder so schon total überfordert sind. Ich habe jetzt erst kürzlich einen Gärtnerei-Job angenommen. Ich habe kein Problem. Aber alle sagen so, Drago, bist du dem auch gewachsen? Das ist ein harter Job. Da darfst du nicht frieren oder schwitzen. Da darfst du nicht irgendwie sagen, oh, ich mag nicht mehr und so Sachen. Das betrifft mich ja nicht. Was mache ich die ganze Zeit? Auch mich um Blumen kümmern. Für mich ist Gärtnern einfach etwas, was ich schon die ganze Zeit mache. Deshalb, jo, die Menschen machen sich halt immer gerne Sorgen. Was mache ich jetzt? Seht ihr, ich mach mir zu viele Sorgen. Ich muss ganz woanders hinlaufen und ich mach's. Das habe ich übrigens bei einer Folge auch gemacht. Die habe ich aber nicht hochgeladen, weil meine Stimme kaputt war. Weil Windows 10 ein Update gemacht hat und mein Headset-Mikrofon aktiviert hat. Seht ihr das? Das ist oben. Das Mikrofon funktioniert gar nicht. Also das ist ausgeschaltet. Ja, Windows 10 und seine Updates, auch Windows 11, Katastrophe. Es funktioniert immer etwas nicht oder es wird etwas eingefügt, was man überhaupt nicht will. Es buggt und Blue Screen of Death. Wie viel mal habt ihr das? Also ich habe so ungefähr jeden zweiten Tag zweimal. Also immer zweimal direkt hintereinander. Und ja, ich sage einfach mal so, ich brauch's nicht.
Also langsam kommt der Schaden, aber die Monster sind auch ein bisschen stärker geworden. Sehr geworden, Frank. Ja, danke schön für diesen Spam. Oder den Schrein eigentlich aktivieren, damit ich einen Buff bekomme. Wieso gibt es solche Schreine? In Diablo 3 glaube ich auch. Nein, nicht in Diablo 3, sondern irgendwo anders. Schreine, die einfach Items geben oder so Runen. Es ist völliger Mist. Ich brauche das nicht. Vor allem die Unix, die man bekommt, die ultra selten diese Schreine. Und sie geben einfach nur die ersten Unix von einem Strang. Zum Beispiel Handschuhe. Immer nur diese Handschuhe, die ich trage. Immer nur diese Level 1 Handschuhe. Und das auf Level 90. Liebe Entwickler, fügt doch das mal ein bisschen anders ein. Bitte nur ein bisschen. Gell? Ist wichtig, weißt du? Lieber Entwickler, das ist wichtig. Ja. Ja, aber der Entwickler, der tut halt die Games nicht mit Liebe entwickeln, sondern nur fürs Geld. Und ja. Es ist ein bisschen traurig, ja. Mal den Falconier, der Runenmaster oder Runebinder und der Akolyt, wie der heißt, rauszubringen. Nein, sie fügen einen Multiplayer-Modus rein, wo niemand zusammenspielt. Sie spielen all getrennt, weil sie immer wieder weit auseinander liegen. Oder irgendwas anders brauchen. Ja, ich will mal gerne einen Livestream oder so sehen, der mit anderen zusammenspielt. Aus die ganz Großen. Ja, die machen es, weil sie halt auch den Zuschauer noch einbinden können. Aber so einer, der ja vielleicht irgendwie so, weiß nicht, 60, 70 Aufrufe hat pro Video. Ja, der bekommt keine Übel. Wie soll ich Multiplayer spielen, wenn niemand mitmacht, oder? Mitmachen möchte? Also, jo, für mich war das der Update völliger sinnfreier Humbug. Die Grafik brauchte ich nicht besser. Das Balancing ist irgendwie schlechter geworden. Und die Beats sind weniger geworden, die man überhaupt spielen kann. Es ist genauso wie Pass of Exile, einfach nicht mehr spielenswert. Nur noch zum wirklich etwas herausfinden und etwas zu machen überhaupt, oder? Weil ich tue zwischendurch immer gerne Action haben, damit ich wieder ein bisschen motiviert bin für andere Sachen. Ich brauche halt immer so ein bisschen die Spritze, die mich ein bisschen wieder motiviert, wieder etwas mehr zu machen. Und das ist genau Last Epoch. Ich brauche das Spiel. Nur eben es langweilt hat, immens, manchmal. Was kann man dagegen machen? Sich nicht langweilen. Aber der Entwickler, der hat keine Lust da intensiv am Spiel zu entwickeln. Vielleicht macht er auch andere Spiele noch im Hintergrund oder so. Aber ich denke nicht, also ich hoffe es nicht. Aber irgendwie sind die Updates wirklich winzig klein und ja. Man spielt halt das Spiel gerne, man braucht immer wieder neuen Content. Sonst können die Entwickler gerne mir das Spiel geben und ich würde das Spiel weiterentwickeln. Lol, ist ja mega hier um den Baum. Das ist eine geile Map hier, aber es ist sowas von langweilig, einfach dieser Abschnitt hier. Am Ende des Woods, Shattering Woods. Also hier ist dieses Mega-Vieh, das ihr gehört habt. Also man später in einem Dungeon wieder trifft. Und dieser Wald wurde irgendwie durch Erdbeben oder so auseinandergebrochen. Es gab dann diese mega Schluchten. Und da wandert einfach dieses Vieh herum. Und wenn wir den Dungeon gemacht haben, aus der Arbor, der Dark oder der, ja, der Blind Arbor, also da wo man einfach blind drin ist. Was ist Arbor? Arbor ist so ein Hintergrund. Es ist nicht der Harbor, also der Hafen, sondern der Arbor. Und das ist irgendwie so ein Rückzugsort für Menschen oder so. Was ist nicht, wie man den auf Deutsch sagt. Und auch wenn man den Dungeon so betritt, das könnt ihr schon auf YouTube bei mir anschauen. Da habe ich schon hochgeladen. Ein Livestream von ungefähr einem Monat.
Oh, ist jetzt nicht gerade so der tollste Dungeon. Vor allem auch ein sehr interessanter Dungeon. Auch der Boss ist sehr interessant. Also unbedingt dafür auch ein bisschen das Spiel spielen und es dann erreichen. Ich eben zum Beispiel habe viel zu wenig Zeit, wirklich ein Bild und so sehr weit zu spielen. Ich hoffe einfach, dass dieser Bild jetzt ein bisschen kürzer alles macht und damit ich das auch wirklich intensiv zeigen kann. Aber vor allem die Interesse der anderen Zuschauer ist manchmal ein bisschen low. Dann mache ich dann einfach wieder etwas Neues, oder damit ich wieder ein bisschen Zuschauer bekomme. Ich geiz ja nicht unbedingt nach Zuschauer, aber ich möchte wenigstens ein paar Zuschauer haben, die mich motivieren, oder? Dürfte ich gerne mal ein bisschen überlegen, ja. Gut. Ja, es hat schwer, Motivation zu finden. Aber einfach mal ein bisschen mitmachen, ein bisschen die Zeit auch verplempern. Heutzutage ist der Mensch halt einfach so, er muss immer das Bestmöglichste aus der Zeit machen, aus der Arbeit und so. Tut euch mal die Zeit nehmen, macht mal wenige Sachen. Tut vor allem auch ein bisschen etwas für euren Job noch machen nebenbei. Ihr müsst ja nicht mehr immer ganz zeitnah zuschauen und so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte jetzt eigentlich aufhören mit dem Öffentlichen. Ich mache jetzt lieber mit meinem Sport intensiver weiter und mit meiner Arbeit. Es ist halt schon ein bisschen doof, wenn man jetzt nicht so viele Leute hat, oder? Es ist einfach, diese Motivation sinkt zu null. Man möchte gar nicht so viele Zuschauer haben, wenn man manchmal bekommt. Dafür sind sie einfach dann irgendwie kaum da, reden fast nie, also schreiben fast nie oder sind einfach nicht aktiv. Zum Beispiel bei Discord, dem Livestream am Schreiben. Oh, es ist natürlich auch eine Arbeit. Kann ich verstehen. Aber ich bin so einer, der macht das bei anderen Livestreamern und Let's Play. Und ich Let's Player und Livestreamer selber. Und ich mache sehr viele Vlogs auch, die gut angeschaut werden, aber es macht niemand so richtig mit. Das wäre natürlich schon sehr gut. Hey, du blödes Mikrofon. Bist du wieder runtergekommen? Hm? So, jo. Genau. Wie ist es eigentlich mit der Kamera gerade wieder? Alles gut. Sie schaut mich nie richtig an. Also irgendwie muss ich da oben die Kamera ein bisschen weiter nach oben tun, als die Schräge zu mir schaut. Weil sie irgendwie nach unten schaut, die Kamera ein bisschen mehr. Und das heißt halt also immer wieder, ich muss nach 30 Minuten oder so Aufnahme natürlich nochmal schauen, ob sie für die nächste Aufnahme oder vor der, also mitten in der Aufnahme noch richtig ist. Aber die macht sich selbstständig. Die wackelt immer wie weiter nach unten nach einiger Zeit. Und das heißt, ich muss eine neue Webcam haben. Oder wer hat mir da Geld gegeben? Ja, eigentlich die Gärtnerei, aber das erst in einem Monat, weil ich ja das erst jetzt am Dienstag mitbekommen habe, dass ich den Job habe. Ja gut, ich suchte ja schon 5 Jahre einen Job, aber immerhin habe ich jetzt mal einen. Es ist intensiv, wie alles einfach zu ist. Die ganze Menschheit fließt sich irgendwie zu. Es haben so viele keinen Job. Ich zum Beispiel, wo schwer krank ist, keine Ausbildung habe. Ich kriege keinen Job mehr. Geht nicht, ich bin ja schwer krank, oder? Oder nein, ich bin nicht schwer krank, aber ich konnte wegen meiner schweren Krankheit nie einen Job lernen. Keine Lehrstelle, also keine, ja, kein Abitur oder so machen, nichts. Keine Ausbildung. Und das ist halt das Schlimme, oder? Man ist eigentlich so wie gemacht für einen Livestreamer, wie ein Videomacher. Und trotzdem hat man keinen Erfolg, weil man keine Werbung macht. Oder nur die Werbung im Hintergrund hat. Also ich meine einfach YouTube und Twitch, die wollen einfach Werbung schauen. Geht ja nicht anders. Und das ist halt so ein bisschen doof. Also jetzt gerade bin ich an einer Stelle, ich habe noch nicht diesen, noch mehr. Smite habe ich noch nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob Rife immer noch gut sein wird gegen zum Beispiel den Boss und so weiter. Aber ja, das müssen wir dann ein bisschen schauen. So, jetzt gehen wir noch ins Lager und dann machen wir noch einen dritten Part. Ich denke, ich nehme den morgen auf. Dann habe ich immer einen Part in der Rückhand. Und ihr habt einen Part halt noch zu warten. Aber dafür kann ich dann einfach auch die Folgen hochladen noch. Und das muss ich einfach auf den Nachmittag verschieben dann, wenn ich den Shop habe. Aber dafür habe ich Geld und dafür kann ich dann auch wieder besser irgendwelche Spiele, ja, und supporten und ja, ich habe einfach das Geld für irgendwelche Sachen, die ihr mir nicht unbedingt geben könnt. Also keine Spenden, bekomme keine Spenden übrigens über, damit ihr das wisst. Schaden. Jo, und deshalb, jo, ich kann halt nicht leben damit. Ich habe eine Arbeit, ich muss eine Arbeit haben, die habe ich jetzt. Sie gibt aber sehr, sehr wenig Geld. Und Sport geht jetzt auch nicht so schnell weiter. Ich muss vor allem intensiv auf Lauftraining erstmal machen. Für die 2-3 Läufe, die ich mitmache. Über 15 Kilometer. Und danach Marathon vielleicht laufen. Aber Marathon ist ja nicht so etwas für mich. Vor allem Triathlon ist nicht so für mich. Ich kann zum Beispiel nicht schnell schwimmen. Und ich kann so gut immer die Luft anhalten. Ja. Ich werde ein oder zwei Staffelläufe machen. Nein, nicht Staffelläufe, aber... Ich mache jetzt zwei normale Läufe, 15 Kilometer. Ich mache einen Staffellauf. Und dann mache ich nur noch Fußball. Oder ich mache Fußball einfach mehr. Jetzt heute gehe ich zum Beispiel in den Winterparcours. Es ist wieder ein bisschen trocken geworden. Hat gestern kurz geregnet. Und, also völlig vorgestern. Und, ja, tue vor allem einfach meine Muskeln wieder so ein bisschen betätigen. Ich kaufe mir Proteindrinks, die sind halt mega toll. Und das tut meine Muskeln wieder ein bisschen, ja, verbessern. Und ja, dann spiele ich eigentlich Fußball immer wieder. Aber ich habe immer noch genug Zeit. Ich muss den Tag nicht so intensiv leben, weil ich Videos machen und Livestreams am Nachmittag und am Abend. Und so. Habt Spaß mit mir, wenn ihr wollt. Müsst nicht unbedingt mehr immer folgen oder so. Wäre aber nett, wenn ich halt auch ein bisschen Support bekommen würde. Ich würde nämlich auch viel, viel mehr machen. Vor allem für die Natur, vor allem für die Zuschauer und so. Gell? Also, ist ja bei mir in guten Händen. Ich hoffe, es macht euch Spaß und sonst kritisiert einfach völlig frei. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss.